In freier Natur kann man häufig sehr dichte Ansammlungen von Pantoffeltierchen an abgestorbenen Pflanzenteilen beobachten. Hier finden sie ihre Nahrung, hauptsächlich Bakterien. Die gesamte Oberfläche des Pantoffeltierchens ist mit Wimpern besetzt. Sie dienen der Fortbewegung und der Nahrungsaufnahme. Dieses Pantoffeltierchen stochert in verrottenden Pflanzenteilen und löst dadurch Bakterien heraus. Mithilfe bestimmter Wimpern erzeugt es einen Wasserstrom, der die Nahrungsteilchen in die Mundhöhle hineintreibt. Wegen dieser Form der Nahrungsaufnahme bezeichnet man das Pantoffeltierchen als Strudler. Neben Bakterien nimmt das Pantoffeltierchen auch andere Nahrungsteilchen auf. Hier wird Hefe als Nahrung angeboten. Die mit Kongorot eingefärbten Hefezellen werden begierig aufgenommen. Durch den Farbstoff sind die Nahrungsvakuolen deutlich zu erkennen. Die Nahrung wird durch Wimpernschlag in eine längliche Einbuchtung, die Öffnung des Mundapparates, hineingestrudelt. Das Pantoffeltierchen kann unter verschiedenen Nahrungsteilchen auswählen. Bestimmte Hefezellen gelangen in den Schlund, andere werden wieder weggestrudelt. Am Ende des Schlundes bildet sich die Nahrungsvakuole, die ständig wächst. Wenn die Nahrungsvakuole eine bestimmte Größe erreicht hat, wird sie abgeschnürt und in die Zelle transportiert. Lichtmikroskopisch lässt sich nicht beobachten, worauf das Wachstum der Nahrungsvakuole am Ende des Mundtrichters beruht. Die durch elektronenmikroskopische Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse über die Bildung der Nahrungsvakuole sollen im folgenden Trick erläutert werden. Der Mundapparat des Pantoffeltierchens ist im Wesentlichen eine trichterförmige Einsenkung in die Zelle. Das Ende der Einsenkung ist durch einige Strukturbesonderheiten gekennzeichnet. Unter der Plasmamembran liegt ein System von langgestreckten Bläschen, das dort endet, wo die Nahrungsvakuolen entstehen. In diesem Bereich liegen zahlreiche bandartige Strukturen. Auf einer Seite dieser Bänder sind kleine, abgeflachte Bläschen angeordnet. Durch Strudeln der Wimpern gelangen die Nahrungsteilchen in den Endabschnitt des Mundfeldes. Die Membranoberfläche wird hier ständig vergrößert, weil die kleinen, abgeflachten Bläschen dorthin wandern und mit ihr verschmelzen. Die wachsende Nahrungsvakuole wölbt sich in das Zytoplasma vor. Hat die Nahrungsvakuole eine bestimmte Größe erreicht, so wird sie abgeschnürt und abtransportiert. Der mechanische Reiz, der durch das Auftreffen der Nahrungsteilchen auf die Membran verursacht wird, ist einer der Auslöser für die Bildung der Nahrungsvakuole. Die Triebkrafterzeugung für den Transport der abgeflachten Bläschen ist bisher noch unbekannt. Die Nahrungsvakuole enthält neben den Nahrungsteilchen eine erhebliche Menge Flüssigkeit. Hier noch einmal das Wachsen und Abschnüren der Nahrungsvakuole im lichtmikroskopischen Bild. Bald nach dem Abschnüren setzt die Verdauung ein. Einige Vakuolen sind bläulich gefärbt. Das ist auf die Reaktion des Kongorots auf die stark sauren Bedingungen zurückzuführen, unter denen die Verdauungsenzyme wirken. Der folgende Trick verdeutlicht die Vorgänge bei der Verdauung. Dieses ist eine abgeschnürte Nahrungsvakuole, die Bakterien enthält.
Die zur Verdauung notwendigen Enzyme befinden sich in speziellen Bläschen. Bevor die Enzyme in die Vakuole gelangen, wird ihr der größte Teil der Flüssigkeit entzogen. Es werden flüssigkeitsgefüllte Bläschen abgeschnürt. Die Vakuole schrumpft. Die enzymhaltigen Bläschen verschmelzen mit der Vakuole, die von jetzt an Verdauungsvakuole heißt. Durch die Wirkung der Enzyme werden die Wände der Bakterien zerstört. Wenn die Nahrung weitgehend aufgeschlossen ist, schnüren sich an der Oberfläche der Verdauungsvakuole Bläschen ab. Diese transportieren die Nährstoffe in sämtliche Zellbereiche. Übrig bleibt die Ausscheidungsvakuole, die nur unverdauliche Substanzen enthält. Die Verdauung erfolgt nicht in einem bestimmten Bereich der Zelle, sondern während der gesamten Wanderung der Vakuolen durch die Zelle auf einem festgelegten Weg. Dieser Vorgang dauert 20 bis 30 Minuten. Die mit Kongo-Rot eingefärbten Nahrungsvakuolen werden auf ihrem Wanderweg blau, was auf die Enzymzugabe zurückzuführen ist. Bei Nachlassen der Enzymtätigkeit gegen Ende der Wanderung nehmen die Vakuolen wieder eine rote Färbung an. Diese kleinen Ausscheidungsvakuolen können zu großen Vakuolen verschmelzen. In den folgenden Einstellungen ist die relativ langsam ablaufende Wanderung in Zeitraffung dargestellt. Im polarisierten Licht aufleuchtende Kristalle zeigen den Weg der Wanderung. Die Ausscheidung unverdaulicher Substanzen erfolgt über den Zellafter. Er ist bei dieser Einstellung nicht sichtbar. Die Funktionsweise wird im Trick erklärt. Das Ausscheidungsorganell ist ein langgestreckter Wulst nahe der Mundöffnung. Die Lage wird durch den schwarzen Balken gekennzeichnet. Führt man quer zum Zellafter einen Schnitt und schaut in Richtung des Pfeiles, so ergibt sich folgendes Bild. Die Aufwölbung in der Mitte stellt den hier stark vergrößerten Wulst des Zellafters dar. Rechts und links davon sind wimpernlose Basalkörper angeordnet. Von diesen gehen bandartige Strukturen ab, die teilweise zur Mitte der Aufwölbung reichen. Hier ist das sonst geschlossene Bläschensystem unterbrochen. Eine Ausscheidungsvakuole nähert sich dem Zellafter. Dabei wirken die Bänder als Leitstrukturen. Die Aufwölbung glättet sich. Die Vakuolenmembran verschmilzt mit der Plasmamembran und öffnet sich. Wegen des Zellinnendruckes werden alle unverdaulichen Nahrungsreste ausgeschieden. Gleichzeitig löst sich die Membran der Ausscheidungsvakuole auf. Sämtliches Membranmaterial bleibt der Zelle erhalten und kann somit erneut genutzt werden. Der Ausgangszustand des Zellafters ist wiederhergestellt. Bei gutem Nahrungsangebot laufen Nahrungsaufnahme, Verdauung und Ausscheidung ständig nebeneinander ab.